Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier in der Halle 6 auf der Baustelle von der Website. Wir wollten mal einen kleinen Eindruck verschaffen, was hier gerade alles entsteht. Hinter mir, das ist eine Nano-Homebase. Das hier, was hier verschleiert ist, ist eine Servicetheke. Und dahinter, da kommt dann ein 52 Zoll Flatscreen, der dann von den Kunden dort gespielt werden kann. Und jetzt gehen wir rüber, dann schauen wir uns nochmal eine normale Homebase an. Hallo. Hier sehen wir eine echte Homebase. Wir haben drei Kommunikationsseiten auf den Homebases. Auf dieser Seite, da sind Schlagworte, die sind alle in der gleichen Schrift und das ermöglicht den Besuchern, den Überblick zu bekommen, welche Themen dort zu finden sind auf diesem Stand. Und hier ist das Beispiel von Comunado, die halt ihre eigenen Themen dort gewählt haben. Wenn wir jetzt hier weitergehen, hier ist eine zweite groß hell hinterleuchtete Fläche, wo das Logo des Kunden halt ist und wo man dann auch die stärkste kommunikative Fläche benutzen kann, um seine eigene Marke halt zu positionieren. So, und das ist jetzt hier die dritte Seite. Hier haben wir auch nochmal das Website-Logo. Das ist einfach, um auf freistehenden Bildern den Zusammenhang zwischen dem Kunden und auch der Marke Website darzustellen, damit man weiß, in welchem Umfeld das stattgefunden hat. Wichtig, da sind überall noch Abdeckungsplanen drauf und die ganze Brillanz der Website kommt natürlich auch vorbei. So, was man jetzt hier sieht, das ist die Website-Konferenzbühne. Das schwarze Loch, dort wird die Projektionsleinwand sein. Und dort auf der Bühne werden Panels und Vorträge gemacht werden. Das Leitthema ist das Internet als Betriebssystem. Das wird uns die kommunikative Klammer bieten über die ganzen 5 Tage. Es wird sehr spannend. Ich möchte mich nochmal herzlich einladen, zur CeBIT zu kommen und auf diese Konferenz anzuschauen. Wir sehen